Jo, was geht ab, Leute? In diesem Video schauen wir uns jetzt an, wie du deine Facebook-Ads richtig analysierst und sie dementsprechend auch optimierst, um das Bestmögliche für deine Facebook-Kampagnen hierbei herauszuholen. Dabei schauen wir uns vor allem drei Eigenschaften an, die extrem wichtig sind. Und ich kann dir sagen, wenn du diese drei Eigenschaften im Blick hast und an einzelnen Stellen mal immer wieder optimierst, dann können deine Kampagnen wirklich durch die Decke schießen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, gib dem Video mal gerne einen Daumen hoch, lass ein Abo da, damit du keinen weiteren Content zum Thema Facebook Ads und Marketing generell hier auf diesem Kanal verpasst. Die drei Eigenschaften, die wir uns hier jetzt anschauen, die solltest du vor allem aber auch im Kontext betrachten. Das heißt, nur weil dir mal irgendwo eine Unregelmäßigkeit auffällt, heißt es nicht, dass du direkt da was ändern musst, sondern das musst du immer im Kontext betrachten. Aber darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Die erste Eigenschaft, über die ich hier jetzt mit dir sprechen möchte, ist die CPM, also die Cost per Mill bzw. Kosten pro 1000 Impressionen. Ja, heißt einfach, um das mal verständlich darzustellen, ja, darfst das jetzt nicht nämlich, also Impressionen darfst du nicht mit Reichweite verwechseln. Bei Reichweite ist es nämlich so, du kannst 500 Leute erreichen, aber wenn diese 500 Leute eben im Schnitt deine Werbeanzeige fünfmal sehen, dann hast du 500 erreichte Leute, aber 2500 Impressionen. Ich hoffe, das war soweit verständlich. So, und die CPM hat etwas mit deiner Zielgruppe bzw. Anzeigengruppe zu tun. Ja, es kann nämlich auch sein, dass du zum Beispiel in einem Markt bist, wo ja die Zielgruppe oder wo die CPM eben im Schnitt deutlich höher ist, dann zum Beispiel im Businessmarkt, oder wenn du in einem normalen Markt bist, dann eben ja geringer. So, bei mir ist, oder mir ist hier jetzt aufgefallen, also deswegen, das solltest du einfach bedenken. Mir ist hier jetzt aufgefallen, dass eine Zielgruppe hier von mir ja eine relativ hohe CPM hat, und zwar Lookalike Audience 0 bis 1%. Ja. Hier haben wir nämlich eine CPM von 17,18 Euro. So, und wenn du die anschaust, im Schnitt haben wir hier 9,89 Euro. Das heißt, mir ist hier die allererste Unregelmäßigkeit aufgefallen. Das heißt, darauf würde ich auf jeden Fall schon mal einen Blick werfen, wie es da aussieht. Also das heißt jetzt noch nicht, dass ich die jetzt abstellen würde, aber ich würde auf jeden Fall schon mal hierauf aufmerksam werden. So, du siehst hier aber auch, Retargeting ist ja etwas höher. Das ist aber in der Regel immer der Fall, ja, wenn du Retargeting-Anzeigengruppen hast, dann sind diese in der Regel immer, dann ist die CPM da in der Regel immer höher. Also, aber wie gesagt, bei dieser Anzeigengruppe würde ich jetzt auf jeden Fall mal meinen Blick drauf werfen, ne, 17,18 Euro, und würde das gleich mit den anderen natürlich in einen Kontext setzen. So, die zweite Eigenschaft, die du hier betrachten solltest, ist die CPC bzw. die CTR und die, ja, also erstmal vielleicht, was ist das? CPC, Kosten pro Linkklick, ganz wichtig. Diese Eigenschaft solltest du hier eben auch einstellen, nicht die Kosten pro allen Klicks, ja, weil da würden dann zum Beispiel auch solche drunter fallen, wie wenn jemand jetzt auf mehr Anzeigen geklickt hat oder mal dein Video angeklickt hat und angeschaut hat. Aber uns interessiert ja wirklich, wie viele Leute kommen dann wirklich auf die oder klicken dann auch wirklich auf den Link. So, aber das hier kann so ein bisschen verfälscht sein, dadurch, dass durch die CPM. Ja, du siehst hier, wir haben hier eben eine CPM von 17,18 Euro und dementsprechend ist die CPC auch höher, 1,28 Euro. Deswegen müssen wir uns hier die CTR, also die Click-Through-Rate, anschauen. Das bedeutet einfach, wie viele von den Leuten, die deine Werbeanzeige sehen, beziehungsweise von wie vielen Impressionen klicken die Leute dann auch wirklich auf den Link. Also wenn ich das hier jetzt mal in großen Zahlen darstellen müsste, wenn ihr zum Beispiel 10.000 Impressionen, wenn meine Werbeanzeige hier jetzt 10.000 Impressionen hat, und ja, hier in diesem Fall eine Click-Through-Rate von 1,34%, dann haben von diesen 10.000 Leute 134 Leute im Schnitt auch draufgeklickt auf die Werbeanzeige. So, aber wie gesagt, die CPC bzw. CTR hat etwas mit der Werbeanzeige zu tun, deswegen schauen wir uns das hier jetzt mal an und auch hier würden wir analysieren. So, wenn ich hier jetzt drüber schaue, die CTR 1,43%, 1,56%, 1,29% und auch die CPC, das passt alles, ja. Hier fällt mir keine Unregelmäßigkeit auf. Wenn mir hier jetzt aber eine Unregelmäßigkeit auffallen würde, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine CTR von 0,2% hätte, ja, und auch die Ergebnisse nicht stimmen würden. Ergebnisse, das ist die dritte Eigenschaft, darauf gehe ich gleich ein. Aber mir dann eben auffällt, das passt alles nicht zusammen, ja. Die CTR ist viel zu gering und die Ergebnisse dementsprechend nicht gut genug, dann weiß ich, okay, diese Werbeanzeige funktioniert nicht so gut. Sorry Leute, ich blende das hier mal aus. Funktioniert nicht so gut, dann würde ich sie wiederum ausstellen. Ja, dann würde ich das Ganze ausstellen und eine neue Werbeanzeige dafür erstellen. Ja, und so kannst du das hier dann eben auch machen. So, aber wie gesagt, ein dritter wichtiger Punkt ist hier eben ja wichtig, und zwar die Ergebnisse. Ja, weil wir sehen hier jetzt zum Beispiel bei der Lookalike Audience 0 bis 1%. Wir haben eine hohe CPM.
Wir haben eine hohe CPC und eine geringe CTR. Das heißt, das alles passt schon mal gar nicht. Aber wir sehen hier, die Ergebnisse sind vernünftig. Ja. Wir haben hier 19,66 € pro Verkauf. Das passt. Ja, das ist so ungefähr hier im Schnitt. Allerdings habe ich das jetzt ausgestellt, einfach weil ich aus der alten Kampagne schon wusste, dass diese Anzeigengruppe nicht funktioniert. Deswegen nimm dir hieran jetzt auf jeden Fall kein Beispiel, denn das hier kannst du wirklich erst bewerten, wenn du hier ja mehr Ergebnisse hast. Ja, wenn du hier mal mindestens so 20, 30 Ergebnisse hast, ja, dann kannst du das bewerten, dann kannst du sagen, okay, diese Anzeigengruppe funktioniert oder sie funktioniert eben nicht. Und wie gesagt, dabei sind diese drei Eigenschaften wichtig, die du hierbei beachten musst. Wichtig noch bei den Kosten pro Ergebnis. Ja. Hierbei, das hier hat jetzt weniger mit deiner Werbeanzeige oder deiner Anzeigengruppe zu tun, sondern mehr was mit deiner Landingpage. Ja. Das heißt, wenn du hier siehst, die Kosten pro Ergebnis sind relativ hoch. Ja. Das passt nicht zusammen. Natürlich solltest du dann auch die anderen Sachen im Blick haben, aber meistens ist das dann ein Hinweis darauf, dass deine Landingpage noch nicht gut genug ist, ja, dass du da dann vielleicht noch mehr Sachen ausbesserst. So. Deswegen sage ich auch, diese drei Eigenschaften solltest du eben in einem Kontext betrachten, nicht die einzelne Eigenschaft, sondern wirklich in einem Kontext betrachten. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel gemerkt haben, okay, diese Anzeigengruppe, die hat eine hohe CPM, die hat eine geringe CTR und die Ergebnisse passen auch nicht, dann schalten wir die aus. So. Ich habe das schon gemacht, weil ich weiß, dass diese Anzeigengruppe halt nicht so gut funktioniert. Ja, und dann schalten wir sie einmal aus und können diese dann eben wiederum durch eine neue ersetzen, wo wir dann wieder gucken, okay, wie läuft denn die neue? Läuft die besser? Läuft die vielleicht durchschnittlich gut oder läuft die sogar richtig gut? Ja, und das kannst du dann immer und immer wieder ausbessern. Und wie gesagt, das musst du dann natürlich auch über einen vernünftigen Zeitraum betrachten. Das ist abhängig vom Budget. Ja. Aber ich sage da immer mal, mindestens 7 Tage solltest du das Ganze betrachten, wenn du wenn du ein sehr geringes Budget hast, dann über einen noch längeren Zeitraum. Wenn du ein hohes Budget hast, dann solltest du so oder so diese ganzen Zahlen immer mal im Blick haben. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel 2000, 3000, 4000 € Tagesbudget hast, ja, da sind dann solche täglichen Optimierungen essentiell. Ja? Also, okay, vielleicht jetzt nicht unbedingt täglich, aber alle paar Tage solltest du das im Blick haben. Wenn du ein geringes Werbebudget hast, zum Beispiel 50 € Tagesbudget, dann musst du das jetzt nicht unbedingt alle Tage, alle paar Tage machen, aber so vielleicht einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen. Ne? Das auf jeden Fall beachten. Also, das war es einmal dazu, wie du deine Facebook-Ads richtig analysierst, beziehungsweise welche drei Eigenschaften du hierbei auf jeden Fall betrachten musst. Und wenn dir da dann Unregelmäßigkeiten auffallen, solltest du die in einem Kontext betrachten. Und wenn du dann merkst, okay, es liegt an der Anzeigengruppe, ersetzt du die Anzeigengruppe. Wenn du merkst, okay, die Werbeanzeige funktioniert nicht so gut, ersetzt du zum Beispiel die Werbeanzeige oder schaltest die Werbeanzeige ganz aus. Ganz genau. Also, das einmal dazu, wie du deine Facebook-Kampagnen richtig analysierst. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gib dem Video mal gerne einen Daumen hoch, lass ein Abo da, damit du keinen weiteren Content hier verpasst. Und wenn du mal mit mir über deine Facebook-Ads sprechen möchtest, dann findest du unterhalb des Videos einen Link. Dort kannst du dich dann eintragen oder du kannst mir auch eine Nachricht bei Instagram schreiben. Ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich, dich dann im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, auch rein. Ciao.